Unangenehme Bilder, die dich kotzen lassen. Einen Moment, ich zeige euch mal kurz, wie das aussieht. Ja, genau so. Bilder, wo du dir denkst, ich kann da einfach nicht hinsehen, so, das ist für mich ein Albtraum. So, ich weiß echt nicht, was das soll, so. Kann jemand bitte dem Ganzen ein Ende setzen? Bilder, wodurch du das tun willst. I'm going to commit suicide. Und falls du dich unkostenlos abonnierst, dann werden diese Bilder in deinem Albtraum vorkommen. Leute, ich denke mir das nicht aus. Hier haben wir eine Gabel, die eher ein Diätlöffel ist. Ich meine, ich weiß nicht, was sie sich dabei gedacht haben, als sie diese Gabel erstellt haben, aber irgendwas ganz Schlimmes muss passiert sein, Leute. Ich glaube, die Fabrik ist explodiert und dann haben die kaputten Maschinen auf einmal so gestörte Gabeln erstellt. Wie gesagt, mittlerweile weiß nicht, ob das eine Gabel oder ein Löffel ist. Mein Freund hat mit Tesafilm einen Bildschirmschutz gemacht. Mit Tesafilm. Also ich weiß nicht, ob du überhaupt das Handy noch benutzen kannst, aber ich wollte nur sagen, das sieht ziemlich beschissen aus. Wenn du das nächste Handy hast, bitte tu das nicht nochmal. Ansonsten muss ich die Freundschaft kündigen. Nun, ich wollte einfach nur ein ganz normales Kissen holen und hab statt Kissen eher einen langen Zettel bekommen oder ein langes Etikett. So, ich weiß hier mittlerweile gar nicht, ob ich das Kissen wegschneide oder das Etikett. Ich weiß nicht, was ich gekauft habe, weil es so lang ist. Vor allem die Sachen, die da draufstehen, die liest doch eh keiner, oder? Hat sich jemand einmal durchgelesen, was da steht? Wenn sich deine Hose in der Türschnalle verfängt. Ja, okay, das ist mir eher seltener passiert, aber wenn es hier passiert, dann mein Beileid, Alter, du hast echt Pech. Nun, ich wollte einfach nur meine Chicken McNuggets essen, wollte den Dip aufmachen und dann ist das passiert. So, wie soll ich bitte den Rest auch noch abmachen, ohne die Soße zu berühren? So, ich bin quasi draußen gewesen, meine Finger sind komplett dreckig, so, jetzt muss ich die Soße berühren. So, wenn ich das sehe, ist der Tag auf jeden Fall hin. Also, das ist kein richtiges iPad oder so, aber das ist anscheinend ein richtiges Buch. Und da oben haben die echt einen Fehler gemacht, denn da steht 100%, aber es wird nicht 100% angezeigt als Symbol. So, wenn da 100% steht, bedeutet das, dass das Weiße muss voll sein. So, du kannst dich einfach da was weglassen, weil es ist doch geladen. Alter, du hast mir damit echt den Tag vermiest, wer auch immer das Buch erstellt hat. Meine Frau muss immer neue Sachen kaufen, bevor sie die alten überhaupt benutzt hat. Okay, ehrlich gesagt, davon bin ich auch einer. Ich benutze meine Sachen nie richtig zu Ende und kaufe schon andere Sachen. Oder manchmal kaufe ich vom Shampoo 3 Stück gleich auf einmal. Das Problem ist nur, wenn das eine Shampoo schon fast leer ist, so fast leer ist, aber du es nicht wegschmeißen willst, weil da noch ein bisschen was drin ist und du aber anfängst, das neue zu benutzen. Ich bin leider auch einer davon, der das ab und zu tut, aber ich gewöhne mir das ab. Ich habe mir neue Schuhe gekauft, ich bin damit einmal rumgerannt und auf einmal sind sie dreckig und kaputt unten. Aber das sind überall Steine, jetzt sehe ich es gerade. Also zum einen, irgendwie finde ich die Sohle einfach komplett beschissen. Also ist doch klar, dass sich da überall Steine drin sammeln. Ich meine, ich glaube, die Sohle bringt gut Luft durch, so wie es aussieht, aber das Ding ist, ich würde mir so eine Sohle einfach nicht holen und im Endeffekt, die Steine sind schon sehr nervig. Ich hoffe, du spürst sie nicht beim Gehen. Aber das Ding ist eher, dass er sich ja aufregt, dass überhaupt was mit seinen Schuhen passiert ist. Und das Ding ist, wenn man sich neue Schuhe holt, die vor allem weiß sind, dann muss man damit rechnen, dass sie irgendwann dreckig werden. Steckst sie in die Waschmaschine, dann sind sie wieder weiß. Mein Opa macht das Plastik nicht ab. Also ich weiß zwar nicht, wie es damals war, das kannst du ihn gerne fragen, aber weißt du denn nicht, wie gut es sich anfühlt, wenn du das Plastik abmachst? Ich meine, ja, die Wahrscheinlichkeit ist höher, dass du das zerkratzt, aber dieses Plastik abmachen, da musst du richtig hinhören. Das musst du deinem Opa wirklich empfehlen, ansonsten hat er nie richtig gelebt. Der Typ hat das Kabel durch einen Hula-Hoop-Reifen installiert. Das bedeutet, du kannst den Hula-Hoop-Reifen nie wieder wegnehmen. Entweder du schneidest den Hula-Hoop-Reifen durch oder du schneidest das Kabel durch. Ich empfehle, das mit dem Hula-Hoop-Reifen zu tun. Dieses Wort Hula-Hoop-Reifen, wer hat das eigentlich so benannt? Wenn deine Schlüssel das tun. Ja, ich hasse es absolut, Leute. Ich weiß nicht, was es ist mit meinem Schlüssel, okay? Ich zeige euch das mal. Also, ich habe hier einen Schlüsselbund, okay? Ich lebe ja nicht zu Hause momentan. Und ich habe 3 Schlüssel, die genau gleich aussehen. Aber nicht nur, die sehen nicht nur genau gleich aus, sondern jeder ist auch davon gleich betitelt. So, da ist einfach kein Unterschied. Es sei denn, der eine ist ein bisschen dreckiger, aber die sehen alle gleich aus. Problem ist leider, nicht jeder Schlüssel öffnet die Tür, nur einer. Obwohl die alle gleich aussehen. So, ich check das nicht. Diese Lady, die kniet sich auf Brot hin, um anderes Brot zu bekommen, weil sie ihre Knie mit ihren Knien nicht den Boden anfassen will. Also dein Knien ist es egal, ob du den Boden anfasst. Vor allem deine Knie berühren ja nicht direkt den Boden. Du hast noch eine Jeans dazwischen. Und glaub mir, deiner Jeans ist es noch mehr egal, ob du den Boden berührst oder nicht. Also du kannst definitiv den Boden berühren, ohne Angst zu haben, dass du irgendein Virus bekommst oder so. Und dieses Brot da unten will ich nicht mehr kaufen. Meine Eltern lagern ihre DVDs so. Leute, das ist der Grund, wieso ich aber keine CDs kaufe, weil ich auch einer davon bin. So, ich bin einer, der kauft CDs, steckt sie aber immer in die falschen Boxen. Ich meine, im Endeffekt, die CDs können wahrscheinlich ja kaputt gehen, aber meistens funktionieren sie noch. Das Ding ist, wer kauft sie eigentlich DVDs? Nachdem ich den Film einmal gesehen habe, will ich ihn doch nicht nochmal sehen. Ich kenne das Ende doch schon. Oder gibt es jemanden, der einen Film mehrmals schaut? Ich weiß, davon gibt es einige, aber wenn ich einen Film geschaut habe, schaue ich ihn definitiv kein zweites Mal. Ich meine, das war damals anders. Mit 13 habe ich High School Musical 1 Million Mal gesehen, aber ich rede von jetzt. Ich würde keine Wette mit ihm abschließen, wer näher an der Wand parken kann. Der Typ hat so nah an der Wand geparkt, dass man nicht näher parken kann. Der Typ, Alter, ich bekomme wortwörtlich Angstzustände, wenn ich sehe, wie nah er geparkt hat an der verdammten Wand. So, ich bin einer, der lässt immer 1 Meter Abstand und der Typ lässt so 1 Millimeter Abstand.
Abstand und es steigt ganz normal aus, Leute, und geht zur Arbeit. Der Typ traut sich eine Menge. Ich meine, es ist fast kaputt, sein Ranzen. Aber geht das Risiko nur ein, weil er hat diesen Ranzen schon, seitdem er ganz jung ist. Und er will ihn nicht abgeben, weil wenn er ihn abgeht, dann verliert er etwas aus seiner Kindheit. Ich frage mich eigentlich, wie das passieren konnte. Ich meine, hast du einen Hund zu Hause, der das abgebissen hat? Wahrscheinlich. Diese Frau läuft... Warte, das ist Rihanna. Rihanna läuft mit High Heels an diesem Ort. Alter, sie ist echt mutiger, als ich dachte. Der Typ hat sich eine Schallplatte gekauft. Und der Postbote hat es einfach so reingelegt in den Briefkasten. Ja, ich denke auch, du wirst definitiv keine Musik heute hören. Es sei denn, du hast Spotify. Meine Frau macht nie die Korken zu. Sein Vorteil hat, es geht leichter auf danach. Aber ja, ich würde sie verlassen, wenn ich du wäre. Der letzte Bewohner, der in dieser Wohnung gelebt hat, hat den Teppich dort herausgeschnitten, wo die Tür lang geht. Ich meine, jetzt geht sie auf jeden Fall leichter auf, das steht fest. Das ist der Grund, wieso ich meine Gäste die Spülmaschine nicht ausräumen lasse. Ich kann es komplett verstehen, Leute. Ich meine, ich mache es manchmal auch so, weil ich faul bin, aber nicht so intensiv. Ich meine, das sind so viele verschiedene Teller auf einem Haufen. Wenn ich den unteren Teller haben will, dann muss ich erstmal die ganzen oberen Teller wegmachen. Wenn du die Netflix-Lautstärke höher oder niedriger stellst, dann ist der Punkt nicht ganz in der Mitte. Was haben die sich bei Netflix gedacht, Leute? Ich habe sie gefragt, ob sie es in die Hälfte schneiden können, um es meinem Freund zu teilen. Sie haben die Pizza so in die Hälfte geschnitten. Ich weiß nicht, wie ihr das seht, Leute, aber ich würde sagen, das ist eine Sünde. In Chicago gibt es einen Flughafen, wo ein Licht einfach nicht an der richtigen Stelle ist. Ich glaube, sie haben das Licht von oben installiert und dann haben sie nicht gesehen, dass sie einen großen Fehler begangen haben. Jetzt müssen sie mit ihrem Fehler leben, Leute, für den Rest ihres Lebens. Meine Türnummer ist 308, sie haben es aber andersrum installiert. Also ich meine, für mich ist es immer noch ein... Oder ist das eine 3? Oder ich bin da verwirrt, Leute. Irgendwas stimmt mit diesen Zahlen nicht. Ich weiß aber dann echt nicht was. Mein dreijähriges Kind will das Pinkene haben. Also das Einzige, was ich sehe, ist, dass das Pinkene in der Mitte einfach komplett falsch da liegt. Die Auswahl der Farben ist ziemlich dumm. Wenn du die Tür öffnen willst, ist es anscheinend rot. Wenn du die Tür schließen willst, ist es grün. Ich glaube gar nicht, wie oft ich das Falsche drücken würde, einfach nur wegen den Farben. Diese Frau hört Musik und ihre Kopfhörer sind komplett durcheinander gekabelt. Oder ich weiß nicht mehr, ob das ein Wort ist. Aber selbst wenn ich das sehe, ich könnte niemals im Leben so Musik hören. Ich kann nicht verstehen, wie dir das Wort wirklich egal sein kann, dass deine Kopfhörer da so, dass es so aussieht. Ich meine, es ist ja nicht mal das Aussehen. Es ist ja einfach nur dieses, ich höre lieber Musik mit Kopfhörern, die gerade sind. Derselbe Boden im kompletten Haus. Zum einen, ich würde diesen Boden niemals dorthin legen. Weil ich meine, vielleicht von Anfang denkt man sich, okay, ich mache mal was anderes. Und ich mag ja auch sogar grün, aber wenn ich zu viel grün sehe, kriege ich das Kotzen. Dieser Typ hat eine Kirche gebaut, wo das Fenster in der Mitte komplett an der falschen Stelle ist. Ich weiß nicht, wer es designt hat, aber ich glaube, er hat ein paar Drohungen davor genommen. Dieses Ding vorne beim Auto, ich habe wortwörtlich keine Ahnung, wie das heißt. Eigentlich würde es ja cool aussehen, wenn es nicht so schief wäre. Du willst doch mal das Kreuzworträtsel lösen, aber musst die ganze Zeit um das Papier schauen, um überhaupt die Buchstaben sehen zu können. Oh, in meiner Wohnung gibt es einen neuen Schrank. Sieht ja echt gut aus. Ich kann nicht verstehen, wie man sowas machen kann oder was die Gründe dafür waren. Ich meine, ihr müsst euch vorstellen, würde ich die Schränke bei einer Person einbauen, die ich hasse, würde ich ihr das nicht mal antun. Sowas würde ich niemals antun. Das Hinterteil von diesem Mädchens T-Shirt. Ich weiß nicht, ob sie das T-Shirt falsch zum anhat oder so, aber hinter ihr solltest du nicht sitzen, wenn du dich im Unterricht konzentrieren willst. Das ist auf jeder Seite von meinem Notizbuch. Ich würde sagen, das ist einfach ein Druckfehler, aber ich würde das Notizbuch zurückgeben, mir ein neues holen. Die Tische in meiner Schule. Okay, das kenne ich sogar. Das ist extrem frustrierend, Leute. Ja, bei uns war es jetzt nicht so schlimm. Also die Tische waren schon ziemlich gerade, aber es gab Klassen, wo es nicht der Fall war. Wenn der Roboter den perfekten Teppich kaputt macht. Normalerweise, wenn du Staub saugst, kannst du den Teppich ja so richtig geil aussehen lassen. Aber der Roboterteppich denkt ja nicht dran, damit es geil aussieht. Der denkt nur dran, dass es sauber wird. Und der hat den kompletten Teppich zerstört. Ein Grund, wieso ich mir niemals einen holen werde. Obwohl wahrscheinlich doch, ich bin zu faul, um selbst sauber zu machen. Oh mein Gott, ich weiß nicht, was sich der Fliesenleger dabei dachte. Aber ich glaube, der hatte eine Trennung hinter sich, Leute, oder so. Ich bin mir nicht sicher. Dieses eine Fenster hier, Leute. Alle anderen Fenster sind einfach perfekt. Und das ist so dieses eine besondere Fenster. So wie einer deiner Geschwister. So, du hast mehrere Geschwister. Und es gibt immer diesen einen besonderen dort, der einfach komplett aus der Bahn läuft. Also ich habe schon viele schlimme Buttons gesehen im Fahrstuhl, aber noch nie so schlimm. Eine Sache steht fest, auf diesem Herd würde ich auf keinen Fall etwas braten oder kochen. Niemals im Leben, Leute. Okay, was ist hier falsch? Ach so, jeder Laptop hat dasselbe Bild, außer der Fernseher in der Mitte. Ich glaube, das ist in einer Schule oder irgendwo anders. Es wird Zeit, um den Job zu wechseln. Die Anzahl der Löcher, die die Waffel hat, passt nicht mit den Löchern, die das Gerät hat. Ja, okay, jetzt gehst du echt zu weit mit deinem Problem. Also das ist anscheinend eine Kasse, wo man selbst zahlt. Und ich mag das mega, Leute. Kassen, wo man selbst zahlt, finde ich geil. Da muss ich keine Rennen machen mit dem Kassierer, weil der ist immer schneller als ich und mit einpacken. Und ich bin immer mega langsam, Leute. Aber da steht, werde langsamer, um sicherzustellen, dass du es richtig machst. Ja, aber was ist, wenn ich eilig habe? Und dann kann ich aber antworten mit Ja oder Nein. Was ist, wenn ich Nein drücke? Darf ich dann den Einkauf nicht kaufen? Ich habe heute meine neuen Stifte geöffnet und das ist das, was ich sehe. Da ist die Schrift wohl an eine ganz falsche Stelle gelandet, Leute. Gib sie zurück. Weitere Tische, die einfach komplett beschissen aussehen. Dieses Badezimmer, Leute, ich weiß nicht, ob ich da reingehen könnte, ohne eine Angstzustände zu bekommen. Ich glaube, ich würde komplett durchdrehen, würde ich drin sein. Wahrscheinlich gibt es an der Decke auch noch Spiegel. So, du kaufst dir eine Serie,
weil du anscheinend einer davon bist, der Serie mehrmals schaut. Schön für dich, aber bitte pass darauf auf, dass es wenigstens alles gerade aussieht. Ich würde das niemals hier hinstellen. Oder ich würde einfach diese Season rausnehmen. Scheiß auf Season 3, die war eh beschissen. Okay, was auch mal. Was schaust du da überhaupt? Haus? Ah, Haus. Das ist eine coole Serie, glaube ich. Dieser Shift-Key, da steht nicht Shift drauf, da steht Shit drauf. Wenn du den Shift-Key suchst, wirst du Ewigkeiten suchen. Du bist in der Tankstelle, hast 10 Galoons getankt, wie viel auch immer das ist. So die perfekte Zahl und dann musst du aber 39,99 dafür zahlen. Wusstet ihr eigentlich, dass es mega manipulativ ist? Ich meine, statt 39,99 können die gleich 40 machen. Dann müsste ich immer diese 1 Cent in meiner Tasche haben. Aber sie machen das, weil das Gehirn dann denkt, das ist deutlich billiger. Wenn etwas 99,99 Cent kostet, dann denkt das Gehirn, das ist billiger, als wenn da stehen würde, das ist 100. Und deswegen nehmen die 1 Cent weg, da man denkt, das ist billiger. Ist es ja auch, aber eigentlich nur 1 Cent. Der Typ hat ein Tattoo bekommen und ich glaube, das geht einmal um seinen Körper rum. Und dieser Kreis da unten, so, es muss mit Absicht gewesen sein, oder? Also ich kann mir niemals im Leben vorstellen, dass es nicht mit Absicht ist. Und wie kamst du eigentlich auf die Idee drauf, die einfach nur einen Strich zu tätowieren? Ich meine, ich bin ja nicht einer, der sagt, es muss irgendeine Bedeutung haben, aber wenn es keine Bedeutung hat, dann mach wenigstens, dass es gut aussieht, aber das sieht einfach beschissen aus. Außer die Nippel, die sehen gut aus. Okay, Leute, damit lasse ich das Video für heute mal stehen. Haben euch die Bilder auch so aufgeregt wie mich, ja? Okay, sehr gut. Vergesst nicht, einen Daumen nach oben da zu lassen, abonnieren, kostenlos, um keine Videos mehr zu verpassen und ich sehe dich im nächsten Video wieder. Bye!